Hallo und herzlich willkommen bei Christa2706. Endlich kann ich wieder aufnehmen, endlich habe ich wieder Zeit und Lust dazu. Ich hatte eine kleine Pause wegen Urlaub, ich war danach ein bisschen krank und hatte auch beruflich genug zu tun, wie immer halt. Da habe ich mir einfach die Zeit jetzt mal genommen. Ich freue mich jetzt aber sehr, dass es wieder weitergeht mit den Senders und ja. Ihr habt euren Teil erfüllt. Ihr habt mir 300 Abos und jetzt sogar mehr dagelassen, obwohl der Kanal zurzeit gar kein Content bietet. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Das bedeutet mir wirklich enorm viel. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der 13 Dottler Challenge starten können. Ich will gar nicht zu viel herumlabern. Wir gehen einfach mal rein. Ich habe das alte Haus geholt, habe es adaptiert und habe es hier in der Dossa aufgestellt. Erik und Romy werden in der Zeit von ihren Patentanten, Sim, Sanity und Orchideenfuchs betreut. Die sind im Haupthaus geblieben. Die machen dann also Haus, Kinder und Kittensitter. Vielen Dank dafür an die beiden. Wir werden dort auch mal reinschauen, denn ich habe mich beschlossen, es gibt jetzt dieses Special einmal und danach kommen wir immer wieder mal zu Angela und Benedikt mit den 13 Dottlern, denn wir wollen sie quasi einige Zeit begleiten. Wir haben bei den Haushalten von den Siebenlingen und Amando reinzuschauen, haben einiges zu regeln, wo dann keine Kinder sind, was auch nicht schlecht ist, weil wir uns dann ein bisschen um die großen Sims kümmern können. Und ja, damit es nicht immer der gleiche Dottlerkram ist, werden wir das so ein bisschen abwechseln. Regeln gibt es keine. Ich werde so gut wie möglich nicht cheaten. Ich möchte das ohne schaffen. Aber sollte es notwendig sein, dass die Kinder im roten Bereich sind, dass es ihnen extrem schlecht geht, dass ich einfach nicht mehr hinten nachkomme, dann werde ich es tun. Denn ich möchte nicht, dass mir hier ein Kind stirbt oder es leidet. Ihr wisst das, ich kann meine Sims nicht leiden sehen und schon gar nicht meine Senders. Und noch weniger die kleinen Senders. Versteht das bitte. Aber ich werde mich bemühen. Gut, also wir sehen uns jetzt mal das Haus an. So, hier sind wir also auf der Tossa in dem alten Haus, das ich etwas umgebaut hatte. Damals gab es hier auch drei Zimmer. Hier war Angelas Zimmer. Das ist jetzt ein zusätzliches Kinderzimmer geworden. Ihr seht, hier schlafen vier Kinder, hier auch vier und hier müssen fünf schlafen. Ich habe dafür hier nach dem Badezimmer noch angebaut. Das letzte Mal ging das Ganze, glaube ich, nur so rüber bis da, wo die Tanzfläche ist. War ein bisschen anders gestaltet natürlich. Ich habe mir noch ein zusätzliches Bad gemacht mit abgetrennten Klos für die großen Sims, weil wenn ich das reinstelle und die kleinen sind immer drinnen. Ja. Dann habe ich noch ein extra Bad zum Schlafzimmer von Angela und Ben gebaut, wo sie sich ein bisschen entspannen können. Wo wir notfalls vielleicht mal die Tür verriegeln, das sehen wir. Ich habe einen Kindersitter eingestellt. Das ist der Mirko Savea. Den kennen Sie jetzt auch schon ganz gut. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt, das muss ich gestehen. Ich muss ja auch Fotos machen und so. Habe mich ein bisschen eingespielt. Die Kinder können alle schon aufs Klo gehen alleine. Das ist auch sehr hilfreich. Das habe ich geschaut, dass ich in den Haushalten noch geschafft habe. Außer bei Elisa und bei Adam hat es, glaube ich, nicht geklappt. Oder bei Benedikt, bei den Kleinsten. Aber die sind mittlerweile auch schon so weit. Ich habe Ben und Angela teilweise recht lustige Outfits gegeben. So ein bisschen, ja, locker, bunt zu Kindern passend. Und es ist jetzt Freitagabend, 15 Uhr. Und sie scheinen alle ganz gut drauf zu sein. Und ich starte einfach mal los. So, hier ist der Opa mit Elisa. Hast du sie gebadet? Die waren wahrscheinlich im Planschbecken. Denn Adam hat auch die Badehose an. Ach, das ist ja gar nicht Adam, das ist Tian. Ja. Also Adam und Tian verwechsel ich sehr gerne. Oder auch Andreas, aber
Ja. Ein bisschen passiert es mir schon, aber ich kenne sie eigentlich doch ganz gut. Oh je. Hier tanzen alle und die kleine Hanna weint. Hannalein, was hast du denn? Sie ist ein Tanzmuffel. Ja, die Oma kümmert sich schon. Schau. Danke. Ach, ist das süß. Schaut mal, ich bin ganz allein. Ich habe gar nichts getan. Oh, Angela ist so eine liebe Mutter und sie ist so hübsch. Findet ihr nicht auch? Angela ist so eine schöne Simin. Irgendwie wird sie immer schöner. Obwohl ich nichts getan habe, echt. Hallo Ben. Ja, du bist auch schön, natürlich. Wissen wir doch, du bist der Allerschönste. Der Größte, der Beste, der Berühmteste. Der beste Opa. Ach ja, so, schauen wir mal. Hier spielen die. Da ist Adam, unser Ältester. Ich habe mir gedacht, vielleicht als Krönung werden wir am Ende Andreas Geburtstag feiern. Obwohl er eigentlich erst zu Weihnachten hat. Aber das kann man ja bei den Sims nicht so genau spielen. So, das ist jetzt Adam, gell? Ja, das ist Adam. Spielt mit dem Hasi. Ja, watschelt unsere Angelina. Zwillingsschwester von Benedikt und Max. So brav, Max sitzt am Töpfchen. Und wir gehen jetzt alle aufs Töpfchen, oder? Seid ihr brav. Ihr seid so brave Mäuse. So brav. Sind jetzt alle aufs Klo, oder? Das ist jetzt Gruppeneffekt oder so. Hier auch noch. Schaut mal, die müssen jetzt alle. Aber wir sollten noch genug haben. Timmy und Vicky und Sky. Katie kommt auch noch. Da freut sich der Tim, dass es geschafft hat. Ihr seid so super, da brauche ich ja gar nichts tun. Ich, bis jetzt habe ich noch überhaupt nur zugeschaut. Ich mache nur Dottler-Watching. Max. So. Mal schauen. Hier ist Haley. Ist ein bisschen. Die hat sich das Knie geschrammt. Hier außen habe ich auch noch ein Töpfchen versteckt. Ich dachte, wenn es mal schnell gehen muss. Und das wird auch ganz gut benutzt. Ja, meine kleine Maus, gell? Ja, das wird wieder gut. Glaub mir, bis zum Heiraten ist das Knie wieder gut. So hat das zu meiner Mama immer gesagt. Ja. Sie hatte recht, bloß dass ich nie geheiratet habe. So. Ben Junior spielt Puppen. Was macht der große Ben? Der räumt zusammen. Er ist einfach brav. Dem muss man gar nichts anschaffen. Ihr sagt mir, wenn ich zu schnell bin, gell, mit dem Herumfahren. Ich weiß. Diese Laserschuhe, die lieben sie auch ganz. Ganz toll. Jetzt müssen wir dann schauen. Es wird jetzt Abend. Wir sollten jetzt dann mal zum Essen rufen. Ja, die haben alles aufgeräumt. Angela, jetzt komm. Wollen wir da draußen essen? Räumst du auch noch zusammen? Was machst du denn? Ach so, du machst das jetzt weiter. Ja, wunderbar. Die Kids kommen jetzt alle nach raus. Sind die schon langsam hungrig? Müde werden sie. Da sollten sie aber vorher was essen, gell? Okay, Angela. Ich würde mal sagen, wir essen drinnen. Es ist nicht mehr so warm. Es ist etwas kühl. Wir suchen uns was aus. Du kannst mal Salat servieren. Und du kannst, Grillhähnchen servieren. Und du kannst Tofu-Pfanne mögen sie sicher nicht. Spargelröllchen. Superfood. Minestrone klingt doch gut, hm? Huh?
sollten ihnen nämlich nicht so viele süße Sachen geben. Dann sind sie wieder energiegeladen und deswegen zornig und so. So, Angela, jetzt ruf. So, jetzt sollten sie sich eigentlich hier hinsetzen können und Angela sitzt hier. Wir haben diese Stühle natürlich nur, damit wir sie haben, brauchen sie eigentlich nicht. Manchmal, wenn Besuch kommt, braucht man sie. So, die nehmen sich jetzt, was sie wollen. Oh, die essen draußen. Hähnchen, Salat. Hähnchen, Hähnchen. Die Butzis. Ja, Süßis. Ihr seid so süß. So. Das ist der Tim. Das ist der Sohn von Paul und Lisa. Andreas, unser Großer, von Armando und Tatjana. Das ist seine Schwester. Das ist sein Bruder. Also, das ist die Armando-Ecke hier. Hier sitzt einer der Drillinge von Nick. Und, ja, Nick. Und Melinda. Und hier ist klein Theo. Sie sieht wirklich aus wie Theo. Das ist die Elisa. Und Jenny und Theo. Max und Emil. Clara. Das süße Ding in Orange ist Angelina von Jana und David. Adam ist einer von den Drillingen wieder. Ja. So, ich glaube, Angelina, ich glaube, Elisa geht schon ins Bett. Elisa, bist du so müde? Ja. Aber es ist alles sonst in Ordnung. Dann ist das ja gut. Kannst du sie zudecken? Oh. Kannst du sie bitte zudecken? Gib ihr noch ein Küsschen. Ja, schau mal, die Mädchen sind so brav. Sky geht auch. Ich hoffe, da ist alles in Ordnung auch. Die hat auch gegessen. Vorhin waren sie ja alle aufs Klo. Dann kann Angela hier auch noch zudecken. Ist doch ganz wichtig, dass sie nachsieht, was die Babys machen. Hier schläft schon Hannah. Da gucken wir uns aber auch noch an. Ob, ist das Hannah? Ja, das ist Hannah. Oh, Hannah hat gar nicht gegessen. Hannah, stehst du bitte nochmal auf. Sonst kriegst du in der Nacht Hunger. Es ist hier bitte noch was. So. Wer schläft denn noch? Andreas schläft schon. Was ist sowieso Omas Liebling? So. Ja, das ist okay. Da kannst du auch zudecken. Die sind aber nicht wieder aufgestanden jetzt, oder? Nein. So, Maxi. Max. Hat auch alles erledigt. Super. Ihr seid super. Zudecken. Ja. Das gibt schöne Plus, wenn du das machst. Oh, ist finde ich eine süße Oma. So, und Tian. Tian. Hat er alles erledigt? Das passt, Angela. Ein Küsschen, bitte. Opa kommt auch noch gucken, ist klar. Schauen wir hier noch. Oh, Opa. So, du kannst doch ein bisschen bei Hannah bleiben. Hier. Red ein bisschen bei ihr. Überprüf sie. Und. Und, erzähl ihr nicht. Nee, du kannst sie nachher. Ja, jetzt kannst du sie ins Bett bringen. So. Kinderbetreuung, in den Schlaf lesen. Jetzt darfst du das machen. Ui, das ist aber auch super gegangen, huh? Die sind jetzt alle im Bett. Schauen wir da noch nach. Das ist Kate. Ich möchte nur nicht, dass einer nichts gegessen hat. Angela hier zudecken. Dann haben wir hier den kleinen Ben. Oh, der hat noch Hunger. Ben, du musst essen. Ist hier Würstchen mit Paprika, bitte. Ja, du bist schon hungrig, gell?
Das geht ja nicht. Tim, unser Timmy von Paul, der ist auch alles okay. Tust du auch zudecken. Er schläft hier. Okay, hier schläft Victoria. Ah, na, Haley ist das. Haley. Die sind aber auch sehr gleich. So, Oma tut alle küssen. Wie Omas das halt so machen, gell? Solange sie es dürfen, solange die Kinder es zulassen. Hier haben wir, glaube ich, schon überprüft, oder? Ach, das ist Adam. Adam. Ist okay. So, zudecken. Und das ist jetzt deine kleine Angelina. Schauen wir mal. Das passt auch. Ja, wunderbar. Was will man mehr? Jetzt noch den kleinen Benedikt ins Bett bringen und dann haben wir es. Oh, Ben, setz dich hin. So. So. Kommst du hier hin? Und bringst ihn ins Bett, bitte. Hihihi, der kleine orange Bär. Ach, ja. Gut, dass wir unser Dienstmädchen, unser Kindermädchen haben, das schön aufräumt. Na? Das ist doch alles wunderbar mit euch, hm? Oh, wusch, ja. Der kleine Lockenkopf. Den hat er von David. Schwangerschaftsbeginn. Aha. Lolita Andros mit Simon Matthias Blason. Eieiei. Magst du nicht schlafen gehen? Doch, sie gehen. Nee, die gehen jetzt tanzen. Nein, 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 nein. Benedikt, komm. Wo haben wir denn noch ein Bett? Hier ist noch eins. Komm, geh schlafen. Geh schlafen. Es ist schon spät. Du bist zwar jetzt gar nicht müde, gell? Aber du musst auch im Rhythmus bleiben, sonst haben wir Chaos. Komm ins Bett, kleiner Mann. Ja. Und der Opa wird hier. Oh, er schläft schon. Dann deck du den zu. Gut. Dann werden wir das Essen in den Kühlschrank geben. Also nichts verschwenden. So, ich werde den Salat hier. Was ist das? Das eine lasse ich stehen, dass, falls in der Nacht jemand munter wird, er essen kann. Das schalten wir jetzt aus. Es ist Nacht. So, gut. Oh, Vicky ist munter geworden. Hast du nichts gegessen, Schatz? Aber ich habe doch bei dir nachgesehen, oder? Mach die anderen nicht wach, bitte. Ja. Komm hier, essen. Ja, am besten ist, wenn sie es selber machen. Da klappt es. So. Angela ist auch schlafen gegangen. Du kannst ihn jetzt nach Hause schicken. Mehr Auswahl. Freundlich. Konnte man da nicht Trinkgeld geben? Hm. Okay, aber wegschicken, schick ihn weg einfach. Das klingt jetzt unfreundlich. Er sagt jetzt, hey, danke, Mirko, du hast uns sehr geholfen. Geh nach Hause, schlaf dich aus und wir brauchen dich bestimmt morgen wieder. So. Sie ist hier. Komm, Ben. Er ist sehr traurig. Irgendjemand hat dich verletzt. Oje, oje. Doch wohl kein Kind. So. Verwerfen. Fortsetzen. Dann schauen wir mal nach.
Wo ist denn das mit den Profilen wieder? Hier. Wer hat dich denn verletzt? So, stopp. Vicky, was tust du jetzt? Du gehst bitte schlafen, gell? Du musst unbedingt wieder schlafen gehen. So. Du kannst jetzt noch nicht ausgeschlafen sein. Ja, alles gut. Alles gut. So, Trauerkloß. Emotionsbombe. Ach, okay. Ja, dieses Star-Allure nehmen wir. Wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen malen und dann geht das schon. Oh. Schauen wir mal, mit wem sie sich so gut verstehen oder nicht. Gucken wir mal nur den Haushalt an. Okay. Ben kennt alle seine Enkelkinder sehr gut. Bei Adam und Max muss er vielleicht noch ein bisschen mehr. Angela ist eigentlich fast voll überall. Wie verstehen sich die so untereinander? Okay, das sind die Geschwister oben. Aber die Cousins auch alle schon ganz gut. Tim, ach Tian, noch ein bisschen wenig mit Tim. Du verstehst dich nicht mit deiner Schwester. Das ist ja auch witzig. Okay. Sedna! Du bist doch jetzt schon fertig. Zaka, Benny, geh schlafen. Ups, schlafen. Bevor hier noch jemand aufsteht. Und dann werden wir etwas haben, das wir wahrscheinlich nicht so oft haben werden. Alle schlafen, tief und fest. Und ja, dann lassen wir sie schlafen und gucken, was in der Früh passiert. Wer wohl als erstes aufstehen wird. Licht, Licht, Licht. Bei den Kindern ist natürlich immer etwas Licht durch diese Lampen. So, jetzt wird es eh schnell gehen. Ich schätze mal, so um 6 Uhr wird der Erste aufstehen. Vielleicht sogar früher. Wir wissen es nicht. Oh ja, das ist gut. Also wenn wir 6 Uhr schaffen, bin ich zufrieden. Dann wird wahrscheinlich als nächstes, oh, reden wir im Pirattag. Dann wird jetzt wahrscheinlich ein Tag kommen, wo wir alle baden müssen. Und das wird sicher anstrengender werden. Das wird sicher anstrengender werden. Auch Angela ist als erstes aufgestanden. Da, schau hier. Und Angela, kannst du hier ein bisschen Klarschiff machen. Das hätte ich eigentlich auch machen können, gell? So, weg, weg. Da ist auch noch was. Was denn? Oh, wir haben gar kein Waschbecken. Wie toll. Wie toll. So, es geht schon los. Es geht schon los. So. Dann servier mal das Frühstück. Guten Morgen, Mäuse. Katie. Oh, die ist brav, die läuft gleich auf den Klopf. Benedikt ist auch schon wieder wach. Sky ist ein bisschen traurig. Töpfchenunfall. Oh je. Aber sie sind so schön selbstständig schon. Oh, hier ist was kaputt. Ersetzen. Okay. Benedikt stinkt. Der braucht mal neue Windeln.
Und Elisa braucht auch irgendwie, das sind die beiden, die glaube ich noch nicht allein aufs Töpfchen können. Da werden wir jetzt gleich schauen, das werden wir gleich üben. Aufs Töpfchen gehen und wird dann auch aufs Töpfchen gehen. Stinky, stinky. Opa ist auch aufgestanden, zum Essen gibt's auch schon. Man kann der Opa gleich mal... Wer schläft denn noch? Tian schläft noch und Max schläft noch. Brav. Sind halt alles musikalische Kinder, ist eh klar. Sind Sanders, nicht? So und nicht anders wollen wir sie haben. Aber ich würde mal sagen, ich ziehe die jetzt alle mal an. Es ist warm. Da nutze ich natürlich dieses... nee, das wollte ich nicht. Da nutze ich das natürlich, dass alle umziehen, weil 13 Mal umziehen, da wirst du blöd. Ich nehme jetzt heißes Wetter und dann schauen wir mal, dass die alle ein bisschen hübscher unterwegs sind. Hallo Adam, mit Sonnenhut. Hier läuft die Kleine. Ist das? Das ist Sky. Ein Batman haben wir schon. Unser Andreas, unser Super Batman. Super Batman, Christa. Unser Batman. Aber wir haben auch einen Superman. Aber er hat es nicht an. Naja, macht nichts. Macht nichts. Ben isst noch ein bisschen Salat. Sure. Okay. Was hat er denn? Wer hat dich denn bitte? Wer hat dich denn bitte verletzt? Ach, Maxi. Komm mal, Vicky. Wo ist Vicky? Hier. Kannst du ihn mal über Superhelden reden? Lustige Gesichter schneiden. Liebevoll umarmen. Aber Oma macht schon. Oma macht schon. Das ist dann schon gut, gell? So. Oh, schaut mal, wie süß das ist, wenn die knuddeln. Guten Morgen, kleiner Ben. Ja, so. Habt ihr schon zum Frühstück gerufen? Macht doch das mal hier. Zum Frühstück rufen. Dann frühstückt mal alle zusammen. Benedikt ist auch ein bisschen... Oh, dann Zuckerschock. Naja, okay. Also nichts Schlimmes. Also die Fähigkeiten. Die ersten drei haben sie natürlich voll. Bei Tim fehlt auch nur noch die Fantasie fertig. Auch Max ist schon sehr weit. Haley. Wahnsinn. Das geht so schnell bei denen. Hier ist Adam so ein bisschen der Nachteil. Oh, Hannah ist eigentlich viel jünger als die anderen. Benedikt. Angelina ist auch sehr auf Zack. Und ja, okay, Elisa ist die Jüngste, die Kleinste. So ein bisschen zu früh zur Welt gekommen, aber alles wird werden, nicht? Was braucht sie denn besonders? Töpfchen, Kommunikation, hier, red mal mit deiner Oma ein bisschen, liebevoll umarmen. Beißen, also bist du schmutzig? Wo ist Elisa? Elisa! Das ist doch Angelina! Wo ist denn Elisa?
gefallen euch die Wolken? Adam! Komm, Adam, geh aufs Töpfchen. So, hier. Geh aufs Töpfchen. Kommen wir Besuch? Keiner da? Nein. Es kann natürlich sein, dass wir uns mal wen einladen werden oder so. Einfach, um sie wiederzusehen. Max. Max ist ein bisschen emotional. Tja, musst du ja auch ein bisschen tanzen. Ja, naja, okay. Ich werde jetzt hier Schluss machen, dass es nicht zu lange wird. Und werde dann noch eine Folge aufnehmen, gleich im Anschluss, damit sich hier nichts verändert. Und damit wir dann auch wirklich das nächste Mal ein bisschen mehr Stress mit Baden und so haben. Noch sind sie gut drauf, noch geht alles gut. Aber ihr seht, im Großen und Ganzen werden wir das schaukeln, glaube ich. Hab das ganz gut im Gefühl. Hier ist Elisa. Was schimpft sie denn so? Ah, la 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 la. Ja, schön reden mit der Oma. Nicht beißen. Hast du Hunger? Über LKWs reden, einen Hühnerwitz machen, über Prinzessinnen reden. Und dann kannst du dir noch was vorlesen lassen. Das ist auch gut. Ach ja, sitzt ihr auch mal hier ein bisschen. Das ist doch nett. Ich dachte mir, ihr würdet gern hier sitzen, aber... Und du kannst gucken, wie deine Mami, wie sie, wenn sie böse war, Ayana. Siehst du... Wow, Hannah, Kommunikationswissenschaft ist voll entwickelt. Aber auch bei Elisa geht's hier zwar an. Marie Poshima? Ne? Oh, Zinko. Hannah wollten wir nicht. Schon auf drei. So geht das. Ja, ich kann wieder nicht aufhören. Ich mache jetzt hier Stopp. Es ist 13.19 Uhr und genauso werden wir das nächste Mal weitermachen. Ich werde speichern und das hier beenden und ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich sterbe vor Niedlichkeit hier. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ciao und Baba, eure Christa.